Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Ich habe in der letzten Zeit wieder um einiges weitergespielt, da ich einfach auch nicht zum Aufnehmen kam. Und so die Quest kann man nebenbei halt gut machen. Ja, leider bekomme ich hier nicht so wirklich eine Antwort auf das, was ich frage, aber okay. Notfalls kann man sich ja auf Dauer irgendwann nochmal eine andere suchen. Wäre zwar ein bisschen blöde, aber ja. Wir sind mittlerweile Level 31. Also so langsam kommen wir voran. Sieht man ja auch hier. Unsere Festung. Mein Gott, ich kam da gerade nicht drauf. Die ist in der Mache. Es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann die Akademie bekommen könnten. Das wird aber noch definitiv ein wenig dauern. Also Holz 2500. Okay. Okay, da kann man jetzt einfach noch ein bisschen warten. Wir könnten ja schon mal die Befestigung hier anfangen zu bauen. So. Genau, dann haben wir jetzt hier einen neuen Kristall gekriegt. Intelligenz. Ja, lohnt sich das hier irgendwo den reinzumachen? Ich würde das einfach mal damit reinsetzen erstmal. Und so ein bisschen das Ganze hier hoch machen. So. Ich sehe auch gerade, ich habe keine Tränke mehr. Ich hatte hier noch nebenbei ein Questlaufen gehabt schon. Dann können wir am Rädchen drehen. Das machen wir dann auch direkt gleich. So. Ja, okay, haben wir ein bisschen Holz dazu gekriegt. Ist auch in Ordnung, kann man nicht meckern. 2 Tage geht mein Reittier noch. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Stall. 10 und 1. Dann verlängern wir das doch direkt gleich mal. So. Okay, haben wir denn auch direkt gemacht? Dann können wir mal gucken, was im Zauberladen ist. Also hier ist jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Und Nee, so gut ist der aber auch nicht. Wie sieht es mit denen hier aus? Nee. Also die Sachen sind jetzt so, einige sind gar nicht schlecht, andere wieder nicht. Also muss man mal gucken. Wir werden mal dann in der Arena kämpfen. Okay, das war voll daneben. Dann versuchen wir direkt nochmal hier. Das bin ich. Aber da fehlt mir nicht mehr viel, wenn ich ein Skelett kriege, dass ich den schaffe, habe ich gerade gesehen. Also da muss ich mir nicht so große Gedanken machen. So. 5-mal den Hütchenspieler besiegen. Ja. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich muss ja nicht 4 setzen. Oh, 5 und ja, wir gucken mal. Da ist er jetzt versteckt. Jetzt ist er da. Da. Schitte. Okay, also besiegen soll man ja, ne? So besiege ich den garantiert nicht. Da, da, da. Ach Mann. Ich bin nicht gut da drinne, Leute. Da, da, da. Ernsthaft jetzt? Ach Mann. Ich weiß nicht, ob mir das denn das wert ist, dieses, wie viel Prozent, wie viel Erfahrungspunkte? 3100? Ja, ist mir das wert, dass ich da die ganze Zeit immer verliere? Das weiß ich halt noch nicht. Okay. 10 Minuten und 30. Ja, das haben wir natürlich wieder, dass die Sachen sehr lange dauern. Ja, die Gilde ist gerade ein bisschen, ich weiß nicht, also nur ein Teil ist gerade jetzt hier aktiv.
könnten natürlich mal gucken. Ich will eigentlich jetzt nicht wieder in eine neue Gilde rein unbedingt, aber ich möchte halt auch gerne eine aktive Gilde, wenn möglich, haben. Ja, ich weiß, dass es ein Wunsch war, aber ich denke, der ist berechtigt, dass man da gerne in eine Gilde möchte, die wenigstens etwas aktiv ist, damit sich das Ganze halt natürlich auch irgendwie lohnt. Allerdings, wenn die Gildennamen so komisch geschrieben sind, dann gehe ich nicht davon aus, dass sie deutsch sind. Deswegen gucke ich gerade. Bugs Bunny. Bugs Bunny könnte deutsch sein. Internationale Green. Nee, das ist Englisch. So, okay. Was haben wir denn hier noch? Ich habe das mit meinem anderen Charakter gehabt, wurde ich gestern in eine Gilde eingeladen. Fand ich auch total toll. Heute gucke ich da rein und bin aus der Gilde rausgeschmissen worden. Vor allem, ich verstehe es nicht so ganz. Also, ich habe extra angeschrieben und gefragt, wie es aussieht. Darf ich in die Gilde? Bla bla bla. Er hat mich dann halt auch eingeladen, von wegen, ja, gerne, kannst gerne reinkommen und so. Und heute gucke ich und bin aus der Gilde geschmissen worden. Und ich kriege keine Antwort von dem, ja, die ich jetzt halt an, oder den, den ich angeschrieben habe. Das ist natürlich schade. Ganz oben zu katapultieren. Okay. Ja, schreiben wir doch den einfach mal an. So, ich weiß gar nicht, ob ich eine Gildeneinladung kriegen kann, wenn ich noch in einer Gilde bin. Ich bleibe erstmal noch in der Gilde. Aber ich finde es halt schade, wenn man Fragen stellt und nicht mal eine Antwort bekommt. Deswegen stelle ich die Frage an euch jetzt nochmal. Kann man eigentlich den Namen ändern? Also den Namen des Charakters? Also ich habe gesehen, man kann zwar das Aussehen ändern, wenn man hier rauf geht, aber anscheinend eben nicht den Namen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Also ich würde halt schon ganz gerne eher den Namen ändern wollen. Aber ja. Gut. Muss ich jetzt so mit rechnen, dass das halt eben nicht funktioniert? Tja. Okay. Wir warten einfach mal ab, was jetzt hier noch passiert und wie das weitergeht. So, wir können auch gleich direkt noch die Arena machen, weil das Quest ja wieder so lange gedauert hat. Dungeon allerdings nicht, aber in der Arena können wir uns nochmal versuchen zu ja, keine Ahnung, zu bewältigen oder keinen Plan, wie ich das nennen soll. Ja, also ich werde jetzt erstmal warten. Vielleicht tut sich da ja noch irgendwie was und ich könnte natürlich noch eine weitere Gilde anschreiben. Ich meine, Gilden gibt es ja nun wirklich massenhaft. Da muss man ja nicht Angst haben, dass es da irgendwie zu wenige gibt. So. Jetzt haben wir das hier gebaut. Das wird gerade gemacht. Okay. Hier brauche ich genug Geld. Also ich brauche hier ein bisschen mehr. Wir könnten also theoretisch gesehen das hier ausbauen als nächstes. 150. Okay, das dauert dann noch etwas. Da brauchen wir noch nichts machen. Ich gehe noch mal auf die Ehrenhalle und werde noch mal, opala, ein bisschen oben gucken. Die kleinen Wilden. Mein Gilde, die wilde Gilde. Aha. Okay. Heaven. Durchschnittslevel 44, aber das ist natürlich jetzt wieder eine andere, also eine englische wahrscheinlich. Hexenmeister, Ritterhallenpunkte. Bitte alles lesen, bevor du dich bewerben magst. Goldbonus, right. Das ist eine Gilde, in der jeder willkommen ist, wenn die ersten Kämpfe später beginnen, wenn der Ausbau droht. Okay. Was? Wenn Chat nicht so wichtig ist, wenn uns nur noch Raids weiterhelfen können und es dir gefällt, dann bist du herzlich willkommen. Doch eines möchte ich unbedingt ohne Aufforderung. Spendenbereitschaft. Kaufen Abwehr, so nun viel Spaß und vielleicht bald in unserer Gilde. Also die haben auf jeden Fall
Hogwarts. Hogwarts gab es wahrscheinlich so, deswegen heißt es hier Hogwarts. okay. Leiter Hexenmeister. 22 Mitglieder. Ja. Können wir ja mal gucken. Und mal schauen, wer denn halt sozusagen Erster ist oder so, ne? Also weiß ich ja nur noch nicht. Deswegen einfach mal ein bisschen abwarten. So, wir haben gerade Post gekriegt. Das werden wir uns gleich durchlesen. Erstmal das Quest hier beenden. Dann gehen wir nochmal schnell in die Arena. Gucken mal. Ich bin einfach zu schwach, Leute. Ich bin zu schwach. Noch. Noch. Ich hoffe, das ändert sich mit der Zeit. Klar, kannst du kommen. Hihi, wie süß. Okay, ich muss, glaube ich, erstmal aus der anderen Gilde raus. Moment. So. Warte mal, wo bin ich da? Und dann verlasse ich die Gilde hier kurz. So. Und dann gehe ich in diese Gilde rein. Ja, doch, hat gut geklappt. Hat geklappt. Die ist definitiv voller. Auf jeden Fall. Spenden kann ich jetzt gerade noch nicht, obwohl ich kann vielleicht ein bisschen was spenden. Okay, naja, ein bisschen ist wirklich nur ein bisschen. Aber besser als nichts, würde ich sagen. So. Jetzt lasse ich hier was fallen. Was ich am liebsten nicht fallen lassen möchte. So, okay. Ja, mal gucken, wie das hier wird. Ich hoffe, dass es natürlich besser wird. Man weiß es halt eben nie, ne? Also man kann nie wissen, wie das Ganze hier funktionieren wird und ob es gut klappt und halt eben nicht, dass. Achso, da wird gebaut, okay. Da muss man sich halt überraschen lassen, denke ich. So, okay. So, wir haben schon wieder eine Nachricht gekriegt. Da muss ich gleich mal gucken. Aber erstmal werde ich nochmal die Arena versuchen. So, hat wieder nicht geklappt. Okay, nehmen wir mal hin. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier für feine Aufgaben? Nehmen wir mal die. So, und hier haben wir denn. Okay. Wie bist du auf uns gekommen? Huch. Moment. Ach so, ich muss ja so antworten. Moment. Also junge Frau klingt schon mal komisch. Okay, also es war jetzt nichts Schlimmes. Er war einfach anscheinend nur neugierig oder ist neugierig oder wie auch immer, wie ich denn auf die gekommen bin. Hat ja auch gar keinen großen. Ja. Das hängt jetzt gerade. Okay. Keine große Bewandtnis. Ich bin ja einfach nur die ganzen Dinger durchgegangen und dabei habe ich die halt entdeckt. Also nichts Besonderes im Grunde. Wow, 10 ist ja krass. Ich versuche mich immer noch daran zu halten, dass ich. Ich habe hier irgendwie voll gar nichts. Dass ich aufpasse, dass ich keine Sachen kaufe, halt, die Pilze kosten. Ich könnte nochmal dieses Hütchenspiel versuchen, aber ich glaube. Das Hütchenspiel mag mich nicht so. Schaden.
Okay, der nimmt mir ja vollend die Stärke weg. Das ist ja auch doof. Das wollen wir natürlich auch nicht. Von daher, tschau. So. Wir haben auch wieder Post gekriegt, habe ich gerade gesehen. Da werden wir natürlich sofort reingucken. Weil ich so alt bin. Deswegen ist das komisch. Deswegen ist das komisch, weil ich mich so alt fühle. So. Und ich habe ja nun das letzte Mal zu hören bekommen, dass meine Folgen ein bisschen zu lang sind. Und jetzt werde ich natürlich so ein bisschen darauf achten, dass die Folgen halt nicht mehr so lang werden. Meine Abenteuerlust ist zwar noch nicht weg, aber ich werde dann nebenbei, also so für mich, noch ein bisschen weiterspielen, was ich jetzt aber allerdings nicht aufnehmen werde. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.